Ja, ich freue mich, dass hier doch einige Leute gekommen sind zu unserer Veranstaltung anlässlich des 70. Todestags von Raoul Heinrich Francet. Mein Name ist Jochen Koller vom Freundeskreis Francet und vom Forschungsinstitut für Permakultur und Transition. Am Mikroskop, den sehen wir später noch im Einsatz, ist der Winfried Kostka. Aus Göppingen oder aus der Nähe von Göppingen, der den Stein ins Rollen gebracht hat vor ein paar Jahren, dass hier in Deutschland noch irgendetwas von Raoul Francet zu entdecken ist, beziehungsweise auch wieder zu lesen ist. Denn das ist nach 70 Jahren, nach dem Tod eines Autors oder eines Wissenschaftlers halt oft leider nicht mehr der Fall. Ich möchte jetzt hier einfach ein bisschen was dazu sagen. Wer war eigentlich dieser Raoul Francet? Was hat der gemacht? Ich werde dazu auch aus ein paar seiner Bücher vorlesen und wir werden dann mit dem Winfried Kostka zusammen ein paar Streifzüge durch den Wassertropfen machen. Das heißt, übers Mikroskop, beziehungsweise da müssen wir nicht reinschauen, über den Bildschirm einfach mal sehen, was ist in jedem Wassertropfen, wenn er nicht irgendwie chemisch behandelt ist, drin. Heutiger Abend wird eben so ausschauen, dass ich erst was über den Raoul Francet selber sagen werde und dann aus verschiedenen Büchern ein paar Passagen rauslese, aus dem Buch Streifzüge im Wassertropfen, aus dem Buch Das Leben im Boden und aus dem Buch Die Entdeckung der Heimat. Und wie schon gesagt, wird dann eben der Winfried Kostka uns am Mikroskop zeigen, was es denn da so in einem Wassertropfen gibt. Eventuell, ich weiß es nicht genau, ob er aus dem Boden auch noch was zeigt. Ich zeige dann auch noch was oder weise darauf hin, weil wir haben anlässlich des 70. Todestags auch was herausgegeben. Das ist jetzt ganz brandneu. Ich habe da ein Hörbuch besprochen, Die Entdeckung der Heimat. Bücher gibt es ja, bloß die meisten sind nicht mehr zu kaufen, höchstens als Scan und dann in Frakturschrift oft, also der Schrift, die viele nicht mehr lesen können. Und manche Leute hören lieber und deswegen habe ich dieses Buch, Die Entdeckung der Heimat, aus dem Jahre 1923 besprochen. Und auf dieser CD ist dann auch eine Biografie vom Francet bzw. ein Scan des Originalbuchs, wer das Buch lieber lesen. Diese CD gibt es dann auch, kann man haben. Wir wären dankbar, wenn sie wenn Spenden dafür geben würde, um unsere Arbeit zu unterstützen, die sich nicht nur darauf beschränkt, Bücher wieder herauszugeben, sondern auch Sachen wieder ins Rollen zu bringen, die der Raoul Francet und seine Frau Annie Francet-Harrard schon vor vielen Jahren begonnen haben, um vor allem das Leben im Boden wieder zu aktivieren, was sicherlich notwendiger denn je ist, weil ganz viele Böden weltweit degradieren. Das heißt, die sind nicht mehr fruchtbar, haben nicht mehr viel Humus. Und das ist, denke ich, bei einer wachsenden Bevölkerung einfach wichtig, dass da was passiert. Sonst haben wir einfach Hungersnöte und Völkerwanderung und Kriege und Sonstiges. Und also wer uns da unterstützen will, jederzeit gerne. Dann komme ich einfach mal zu dem Raoul Francet oder wie er ursprünglich auch mal hieß, Rudolf Francet. Das heißt, es war ein bisschen ein Künstlername. Er ist geboren in Wien 1874 und ist dann relativ bald nach Ungarn umgezogen, weil sein Vater da andere Tätigkeit gehabt hat, nach Budapest. Und es war im Prinzip ein Österreich-Ungar, der teilweise aber auch ganz wichtige Stationen in Deutschland gehabt hat. Zum Beispiel in Dinkelsbühl, da hat er viele seiner Werke geschrieben, und in München. Wer war das jetzt also, beziehungsweise was hat der gemacht? Ich beginne da mit einem Satz von Stefan Zweig, den manche vielleicht kennen als Schriftsteller, als Berühmten. Der hat 1924 zum 50. Geburtstag von Raoul Francet, mit dem er befreundet war, Folgendes gesagt. Er ist in die Tiefe der Welt eingedrungen und hat sie unseren Augen darum weit gemacht. Er hat mit fast religiöser Leidenschaft die Zusammenhänge gefühlt
und ist aus einem bloß Gebildeten zum Bildner geworden. Vielfachste Anregung geht von seinem Werke und Wesen aus. Ende des Zitats von Stefan Zweig. Das sehe ich auch so, dass da auch jetzt noch 70 Jahre nach dem Tod von ihm noch sehr viel Anregung ausgeht, weil er seiner Zeit in ganz vielen auch voraus war. Er war Biologe, er war Botaniker, Erforscher des Boden- und Waldlebens, Begründer der Biotechnik als Wissenschaft, das was man jetzt Bionik nennt. Er hat das erste Patent der Bionik gehabt. Er war Begründer der modernen Bodenbiologie, der Wissenschaft vom Humus, Pionier und einer der Väter des Natur- und Umweltschutzes, Alpinist, Kultur- und Lebensphilosoph, Volksbildner, Künstler und Erfinder. In der Tradition eines Alexander von Humboldt hat er in seinem schriftstellerischen Werk ein Gesamtbild der uns umgebenden Natur dargestellt. In 60 Büchern und Hunderten von Artikeln behandelte er vielfach Themen, die gerade heute von brennender Aktualität sind. Aber schon damals war es so, dass er den orthodoxen Spezialisten der Wissenschaft als fachübergreifender Systemdenker und Ökologe ein Albtraum war. Seine Warnungen haben sie unter den Teppich gekehrt, vergebens, denn seine ängstigenden Visionen, die teilweise auch drin waren in den Büchern, sind inzwischen greifbare Wirklichkeit geworden. Er war ein, ich sag mal, Frühberufener, der schon mit 17 Jahren jüngstes Mitglied der Königlich-Ungarisch-Naturwissenschaftlichen Gesellschaft war. Er hat dann Medizin studiert bei einem sehr berühmten Forscher, der sich mit den Einzellern beschäftigt hat. Und war dann schon mit 21 Jahren, hat er ein ganzes Jahr lang den Professor vertreten, als der eine Gastprofessur gehabt hat. Also hat er seinen Lehrstuhl verwaltet. Und er hat Medizin, Zoologie, Botanik miteinander verknüpft und schon im Alter von 18 Jahren die ersten Forschungsaufträge gekriegt. Dabei hat er sich dann an Malaria geholt, die ihn seit seines Lebens begleitet hat. Und hat dann schon sehr viele Studien veröffentlicht, wovon eins auch heute noch über 100 Jahre später als klassische grundlegende Studie dieser Einzeller-Forschung gilt. Er war dann stellvertretender Redakteur der Zeitschrift der Königlich-Ungarischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft schon mit 20 Jahren und ist dann aber relativ bald dann nach Deutschland gegangen. Und das hat er gemacht, weil er so ein bisschen am Scheideweg stand. Er war ein sehr erfolgreicher, herausragender Naturforscher, aber hat gemerkt, das Spezialistentum, das ist es nicht. Und Wissenschaft, die nur um ihrer selbst willen forscht und dann irgendwas sammelt und beschreibt, das kann es nicht sein. Er wollte die Ganzheit der Natur nicht aus dem Auge verlieren und er wollte vor allem das, was er da gesehen hat, den Menschen weitergeben. Und zwar nicht bloß den Spezialisten, sondern allen. Und seine Bücher, von denen hier in diesem Regal, in diesen Regalen hier sehr viele stehen, also diese ganze Reihe sind Bücher von Fossé, diese ganze Reihe und da unten auch nochmal, die waren sehr erfolgreich. Er hat in späteren Jahren davon gelebt und auch seine Forschungsreisen gemacht. Allein das Leben im Boden ist 500.000 Mal verkauft worden und allein die kleinen Kosmosbändchen sind über 3 Millionen Mal verkauft worden. Also er war zu seiner Zeit tatsächlich sehr berühmt und hat die Menschen bewegt. Er hat ein Buch geschrieben, aus dem ich dann auch was vorlesen werde. Das ist Streifzüge im Wassertropfen, wo er tatsächlich eben beschreibt, was da alles ist, was da lebt und zieht da auch einen Zusammenhang zu den Menschen, wie Menschen sich angesiedelt haben. Und ich denke, ich werde jetzt einfach mal aus diesem Buch was vorlesen. Streifzüge im Wassertropfen, das hat der Freundeskreis Fonciera vor 3 Jahren wieder neu herausgegeben, weil es eben auch nicht mehr erhältlich war. Und zwar redet da über Dinkelsbühl, wo er seit 1903 Kontakt hatte und dann 1919 auch hingezogen ist.
Und mit Dinkelsbühl beginne ich mal. Diese Stadt am Bühl ist das lebende Fossil der untergegangenen mittelalterlichen Städte. Die keine zufällig entstandenen und nach willkürlich ersonnenem Plan wachsenden Gebilde, sondern Organismen, natürliche Gewächse im vollsten Sinne des Wortes waren. Genau dasselbe, was ein Tier der Wildnis oder die Blume am Felsen ist, ein immer wechselndes Ergebnis des Kampfes mit der Umgebung, ein Resultat aller Anpassungen, aus denen der Kampf ums Dasein besteht. Nur blicken wir bei der Geschichte der Stadt tief hinein in alle treibenden Kräfte, die uns im Tier- und Pflanzenkörper oft noch verborgen, immer aber schwerer zugänglich sind. Wir können, da es sich um unsesgleichen handelt, ganz anders die Hilfsmittel und den Weg der Anpassung beurteilen und so aus der Geschichte der Kultur rückwärts blickend auf die Geschichte unserer Herkunft aus dem Urleben erst zu Recht den Sinn der leisen Andeutungen, der zarten Ansätze, der kaum bewussten schwachen Triebe ermessen, die es verraten, dass auch der Weg der Schöpfung kein anderer sei als der des Menschen überhaupt. Bewegt von solchen Gedanken bin ich in Dinkelsbühl geblieben und habe den Organismus dieser Stadt studiert. Es waren 1000 freie Männer von Mut, Intelligenz und Ausdauer, Frauen waren bestimmt auch dabei, die aus dem Hofe des Dinkelbauern vor 900 Jahren das Burgum Tinkelspuhl schufen, die ihr Gemeinwesen inmitten einer Welt voll Feinde erhalten, die sich durchsetzen konnten, ja zu solchem Überfluss des Besitzes gelangten, dass noch die Schalen und Reste ihres Wirkens uns heute bewundernde Achtung abzwingen. In diesem trauten Reichsstädtlein haben sie uns das Urbild einer blühenden, harmonischen, sich gefestigten und dauernden Kultur gegeben. Gerade weil es abgeschlossen war, dieses Infusorium unter den Staatsorganismen, ist es ein treffliches Beweisstück, wie Kultur überhaupt entsteht, und weil es so klein ist, blieben auch Ursache und Wirkung in seinem Leben durchsichtig. Diese sich 25 Mal erneuernden 1000 Männer haben eine Kraft der Selbstentäußerung geübt, zu der wir neidvoll bewundernd aufblicken müssen. Denn welche Arbeit leisteten sie für den Schutz ihres Gemeinwesens? Welche Arbeit vollbrachten sie, die der Kultur, dem Freiwerden und Besserwerden der Menschen zugute kam? Für den Schutz sorgten sie mit einer uns unbegreiflichen Kraft. Wir staunen die Pyramiden an, die das Werk ganzer Völkerschaften sind. Aber in den unbeachteten Mauern so eines Reichsstädtchens steckt nicht weniger Energie. Denn das machten 1000 Männer, nicht die vielen zigtausende bei den Pyramiden. Von welcher Eintracht, von wie viel Opferfreudigkeit mussten sie beseelt sein, von wie viel Sorge aber auch gequält, ehe sie sich zu dem entschlossen. Und welches Heiligtum musste ihnen diese schirmende Ringmauer dann sein, die sie da doppelt zogen aus Felsblöcken, die einen Mann erschlagen, wenn sie umstürzen. Einmal niedrig, einmal haushoch mit 12 Warttürmen besetzt, die jeder wieder ein steinerner Berg sind. Und zu guter Letzt gruben sie noch einen gemauerten abgrundtiefen Graben darum, leiteten die Wörnitz, das ist ein Fluss, ab und schufen das lebendige Wasser um zu einem sumpfigen Wirrsal gleißender Weiher mit darin gebauten Bastionen und Vormauer. Dahinter saßen sie wohl sicher und ihre Geschichte weiß auch nichts zu sagen, dass sich ihr Schutz und ihre Waffen nicht bewährte, solange sie selbst einig waren. Jetzt verlasse ich mal die Stadt Dinkelsbühl und gehe weiter. Und zwar gehe ich da weiter zu einem Tierchen. Zu einem Lebewesen im Wasser. Und dazu bräuchte ich jetzt mal eines dieser Plakate. Und zwar dieses Lebewesen, was ihr da seht, in verschiedenen Formen, nennt sich Volvox. Also Volvere lateinisch heißt sich bewegen, also das bewegt sich. Und es ist, ja, ich erzähle einfach ein bisschen was dazu. Der Volvox rollt wie ein grüner Billardball in den Gewässern unserer Heimat umher. Eines der lieblichsten Geschöpfe, das der Pflanzengrün mit der Beweglichkeit des Tieres zu einen weiß. Ganz zauberhaft mutet es an, wenn man einmal so einen stillen Teichwinkel erfüllt sah, mit diesen edelsteinleuchtenden Kügelchen, die da im gefälligsten Tanze auf- und niedersteigen
und nicht ruhen und rasten, bis nicht ihres Lebensuhr abgelaufen ist. Noch zauberhafter unter dem Vergrößerungsglas, da sich dieser Ballon entpuppt als ein großes Staatswesen. Aufgebaut aus vielen Zellchen, die sich alle mit seinen Fäden zusammenspinnen und deren jede mit zwei Geißeln eifrigst das Wasser peitscht. 20.000 Geißeltierchen taten sich zusammen zu einem Gesellschaftsvertrag, den sie getreulich einhalten, weil sie merken, dass die Einigkeit ihnen frommt. Auch der Wolvox entstand nicht auf einmal. Mit ihm zusammenleben noch seine Vorstufen, ganz kleine Täfelchen, die heißen Gonium. Die sind auf dieser Zeichnung auch zu sehen. Darin sich 4 bis 16 Wolvox-Zellen zusammenfanden. Zu gemeinsamen Leben oder Trauben von 16 Zellen oder winzige Blasen von mehreren, die ich das jetzt einfach mal abkürze, die einsamer Bußübung überdrüssig geworden ist, nun einmal mit dem immerhin behaglicheren Klosterleben versuchen wollen. Schritt für Schritt kann man so die Zwischenstufen der Organismenbildung verfolgen und dann an dem Wolvox staunend ermessen, wie bald und wohl sich die Vereinigung bewährt. Denn er ist ein stattliches Wesen, das aus der Nacht der Kleinheit heraustritt und schon in dem Kreise der jedermann sichtbaren Schöpfe gehört. 20.000 Zellen beisammen wissen auch andere Beschlüsse hervorzubringen, als wenn sie einander fremd und feindlich sich den Platz an des Lebens Tischen streitig machen würden. Um wie viel besser sind sie doch im Verein geschützt? Die Zahl der Feinde ist um 1 Million vermindert. Alle die Monaden, Wimpertierchen, Rädertiere, Würmer und Krebschen, die sich an den einzelnen leicht überwältigten Geißelzellen gütlich tun würden, weichen dem flimmernden großen Ball respektvoll aus. Und es bleiben eigentlich nur einige heimtückische Parasiten und die Fische als Feinde. Gut, lassen wir es mal an dieser Stelle. Wenn er diese Zeichnung da so gesehen hat, so am Rand, das ist im Prinzip fast, als wenn all diese kleinen Zellchen die Hände geben und die können auch wieder loslassen. Aber sie halten zusammen. Tja, warum? Das ist jetzt die Frage. Frage an Winfried, kannst du uns die zeigen möglicherweise? Sind schon da. Willst du dazu irgendwas sagen? Das ist so, die Wolvox kommt am Ende des Buches vor. Vorher werden aber einfachere Einzeller beschrieben, die tatsächlich nur aus einer Zelle bestehen, während die Wolvox sozusagen die Vorstufe eines Organismus ist, wo eine Arbeitsteilung herrscht zwischen den einzelnen Zellen. Ich kann das hier nicht so schön zeigen, dazu braucht man viel Vorbereitung. Zwischen diesen einzelnen, das sind ja Algen, die da miteinander verbunden sind, gibt es Plasmastränge, das ist wie ein Netz, also wie ein Internet. Es existiert sozusagen ein Internet zwischen diesen einzelnen Algen, das kann man auch im Mikroskop sehen. Braucht man aber gute Vorbereitungen dazu, um das sehen zu können, weil es im Prinzip durchsichtig ist. Und man glaubt, dass das sozusagen die Nervenzellen sind, mit denen sich die einzelnen Algenzellen abstimmen, wie sie sich drehen, wohin sie sich bewegen und ob sie sich teilen wollen und wie. Und das Interessante ist, das hat der Klaus Henkel vor kurzem gerade wieder im Mikroskopieforum geschrieben. Also Klaus Henkel war ja einer der Kenner von Raoul Francet und Leiter der Mikroskopischen Gesellschaft in München, die auch von Francet gegründet worden ist. Er hat nochmal geschrieben, dass die Wolvox, mit der Wolvox der Tod in die Welt kam. Weil die Einzeller sind im Prinzip unsterblich. Sie teilen sich und bilden identische Klone. Man kann nicht sagen, wer ist, sondern sie existieren endlos weiter. Bei der Wolvox ist es so, dass innerhalb der großen Kugel kleinere wachsen. Dann bricht die Kugel auseinander, die kleinen werden entlassen, die große stirbt. Aber es sind immer noch Einzeller. Und das ist praktisch die Vorstufe von einem Lebenszyklus. Hm. Gut.
Ja, jetzt würde ich vielleicht fast sagen, ich habe jetzt ja da aus dem Buch was vorgelesen. Ich will da gar nicht aus diesem Buch gar nicht mehr vorlesen. Am Ende jedenfalls dieses Buches sagt der Francais: Glaubt mir nichts, schaut selber rein. Schaut selber rein, eben in den Wassertropfen, ins Wasser, und fordert die Leser auf, sie sollen mikrobiologische Vereinigungen gründen. Und er initiiert sie dann auch eben nach 1907. Zwei Jahre später haben die schon in Deutschland 4000 Mitglieder. Also ist sehr schnell ganz schön viel passiert. Und letztendlich gibt es die jetzt über 100 Jahre. Ist jetzt vielleicht ein bisschen anders organisiert wie damals. Aber gibt es immer noch. Und die Zeitschrift Mikrokosmos, die gibt es, die der Paul Francais gegründet hat, gibt es jetzt über 100 Jahre. Also welche Zeitschrift 100 Jahre überdauert, ich weiß nicht, ob es da noch recht viele gibt. Und er war genauso Mitbegründer auch des Kosmos. Kosmos gibt es auch jetzt noch. Also viele von euch haben da vielleicht schon mal das Buch Was blüht denn da? Oder, na, das weiß ich gar nicht, ob das Kosmos-Bändchen ist, aber über Schmetterlinge, über alle möglichen Sachen. Und da gab es eben auch die Kosmos-Bändchen, die relativ klein waren. Streifzüge im Wassertropfen war auch so ein Kosmosbändchen, und er war auch der erste Autor von dieser Kosmosreihe. Ja, ich würde sagen, schauen wir einfach mal ein paar Bilder da an, oder was du jetzt da herausgeholt hast. Lass mich mal den Wallbox noch anschauen. Okay. Ah, ja. Also man muss wissen, dass das eine Kugel ist. Und das Problem ist, sie ist so klein, dass das Mikroskop praktisch die Schärfe immer nur an einer bestimmten Stelle verschärft. Entweder an der Oberfläche, in der Mitte oder hinten. Das kriegt man nicht auf einmal alles zusammen. Eine Möglichkeit wäre noch, das habe ich aber nicht hier, ein sogenanntes Stereomikroskop oder Stereolupe, mit der man tatsächlich sozusagen 3D sehen kann, die Kugel. Dann hat man richtig einen kugeligen Eindruck. Weil die Kugel ist auch ziemlich groß. Da braucht man nicht so eine hohe Vergrößerung. Das schafft diese Stereolupe noch. Das sind jetzt zwei, die sich gegeneinander drehen. Also der eine dreht rechts und der andere links. Es ist so, wenn man durchs Mikroskop guckt, das sieht man viel mehr, weil die Kamera nimmt nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Mikroskop auf. Das ist technisch im Moment so. Diese Kugeln sind freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden von einem Professor Renz in Tübingen, der dort die mikroskopische Arbeitsgruppe leitet. Mhm. Der ist normalerweise Parasitologe und tut die Malaria in Afrika bekämpfen. Mhm. Und du hast jetzt sozusagen ein Gefäß, wo... Okay. Da sind sie alle drin. Das ist ja irre. Man sieht es noch. Also eine sogenannte Kultur. Ja. Das macht also da vermehren sie sich jetzt. Eine Dame in Tübingen hält die noch am Leben. Interessiert sich keiner dafür. Manchmal kommt jemand. Ist das so normales Wasser oder? Das ist eine Nährlösung. Man weiß, was die brauchen. Mhm. Mineralien und andere Substanzen. Es ist so, man findet das, was man sucht, findet man nicht sofort. Also da ist man viel auf den Zufall angewiesen. Und witzigerweise in dem Garten dieses Professors ist ein winziger Teich, in dem sich diese Wallbox angefunden haben. Und ich habe jetzt mal einen Ausschnitt aus diesem Teich hier. Ich weiß selber nicht genau, was man jetzt noch alles sehen wird. Also, sehen wir mal hier. Da muss ich mal kurz. Also, es ist schon eine Vogelarbeit. Man muss an vielen Stellen Rädern drehen. Da gibt es nicht mehr.
weil das alles so winzig ist, halt. Das kommt auf tausendstel Millimeter an. Also was das Grüne ist, das sind auch Algen. Und weil sie so schön aussehen, heißen sie Zieralgen. Und haben halt die Form einer Mondsichel halt. Warum? Weil natürlich sich das so schnell bewegt hat. Was? War oben links am Rand war was. Ja, langsam, nicht so schnell. Von eins zum anderen. Dass das nicht so ganz scharf ist, liegt auch daran, weil die Flüssigkeit immer noch nicht sozusagen genug zusammengepresst ist zwischen zwei Glasscheiben. Im Prinzip muss das ganz zusammengedrückt sein, damit jeder Punkt auch scharf abgebildet wird. Ne? Wenn man, ihr müsst euch vorstellen, das ist sozusagen eine Gurke, eine spitze Gurke, räumlich gesehen. Und wenn man durch diese Stereolupe guckt, das sieht ganz toll aus, wie sie zum Beispiel schräg im Raum hängt. Ne? Da sieht man das. Hier sieht man einfach immer nur einen zweidimensionalen, plattgedrückten Organismus. Hat man halt den Vorteil, dass man die Innereien sieht. Wenn man das macht, das brauchen die Biologen, um zu bestimmen. Und hier ist wieder eine andere Art. Jetzt fragt mich nicht, welche Art es ist. Da gibt es solche Bestimmungsbücher, da guckt man nach, wie die heißen und kann von Glück sagen, wenn man es trifft. Was ich noch zeigen wollte, war, also das Braune sind solche abgestorbene organische Materie. Ne? Was hier zu sehen ist, ist eine Amöbe, und zwar eine Schalenamöbe. Ist auch schwierig zu treffen, ist auch eine Kugel. Das ist hier halt eine Kugel. Da ist eine Amöbe drin, hat so Füßchen, mit denen sie sozusagen rumkriecht und die Bakteriennahrung sich angelt. So ähnlich wie diese Wurzelfüßer da, oder? Ja, das ist die heißen Wurzelfüßler von früher her. Ja. Und hat sich mit so Plättchen bestückt von außen. Hat den Vorteil, dass in der Erde sie nicht zusammengedrückt werden können. Also vielleicht zu dem, die da drüben hängt, die hat es ja auch gemacht. Das ist ja auch so eine, also zumindest Verwandtschaft. Und die hat sich zum Beispiel Kieselalgen, die Gehäuse hingemacht. Zum Beispiel, ja. Und das ist reines Glas im Prinzip, Kieselsäure. Ja. Damit panzert die sich. Das heißt, die muss irgendwo doch eine gewisse Intelligenz haben. Ja, da fragt man sich auch, ja. Das ist, glaube ich, auch wieder eine Schalenamöbe. Meistens sieht man es daran, dass die den Bock haben hier. Da kommen die Füße raus. Aber das ist sehr selten, dass man die in Bewegung sieht. Oh, jetzt habe ich aber was gesehen. Habe ich schon gesagt, die nennen sich Zieralgen. Ne? Okay. Jetzt ist ja was mein Liebling zu sehen. Das ist auch eine Schalenamöbe hier. Und zwar eine grüne. Das wissen manche Mikroskopiker auch nicht. Aber es ist schon bekannt. Das sind diese Schalenamöbe hat entweder grüne Algen gefressen oder aber sie hat Symbionten aufgenommen. Das heißt, die Algen existieren in ihr weiter, die werden nicht verdaut, sondern liefern der Schalenamöbe Nährstoffe. Und die Algen selber kriegen auch von der Amöbe wieder was ab zum Leben. Ne? Und was da so rumzuckelt hier, das ist eine Nematode. Also eine Nematode ist ein Tier. Sind so Würm, im Prinzip so Würmchen. Ja. Da gibt es, ich weiß nicht, wie viel, zigtausend Arten, und diese Riesenmenge, die auch im Boden drin ist. Ja. Man hört es manchmal auch, Nematoden als Schädlinge. Ja, aber meistens sind sie eigentlich nützlich. Bloß manchmal bei manchen, wenn da Pflanzen zu lange drin sind, dann gibt es welche, die machen halt die Pflanzen kaputt und dann soll man Ringelblumen oder da geht es erstmal pflanzen. Aber die meisten sind eigentlich nützlich und zerkleinern auch was. Ja, und die haben alle unterschiedliche Nahrungsquellen.
Was ist hier noch zu sehen? Die grünen runden Dinger sind auch Alben. Diese hier sind halt winzige Alben. Und im Moment ist das Bild nicht so gut. Ich habe es noch nicht so. Die Kunst ist halt zu präparieren, das Ganze. Ne? Wo hast du das jetzt hier? Ist es auch von dem Renz da? Oder? Ja, ja. Okay. Und da ist. Was man so im Gartencenter kauft, so eine kleine Wanne, so eine Wanne, ja, Kunststoffwanne. Da gehst du da mit einem Marmeladenglas rein. Ja. Und das hier sind, glaube ich, diese Fäden, das sind Pilze. Mhm. Pilzfäden. Was ist das da, was ich da bewegt hat? Und da unten, tja. Das ist jetzt gerade was Grünes am Rand. Ja, das ist ein Dinoflagellat. Okay. Das ist eine gepanzerte Alge. Die hat sich auch ein Panzer. Und bewegen tun sie sich auf Deutsch mit der Peitsche. Also mit einer Geißel, die hier an einer. Na, die hat drei. Die hat sozusagen am Äquator eine Einbuchtung, eine Rille. Und da sind ein paar Geißeln drin, mit denen sie sich fortbewegen kann. Ja, das Braune ist halt das, was verdaut wird von Mikroorganismen. Nicht? Das muss halt weg. Oh, hat die sich bewegt? Ja, da war innen. Also ja, dann ist sie tot. Mhm. Dann sind das Bakterien in der Alge. Mhm. Die wird jetzt von innen aufgefressen. Da oben kann schon eine Bakterie sein, da, die da so rummacht. Hast du nicht erst da irgendwo auch Kieselalgen oder irgendwas gehabt? Vielleicht? Ja, die Zeit der Kieselalgen ist vorbei zurzeit. Hier haben wir, also hier, das ist auch eine Alge, wieder eine andere Art. Das ist eine Zelle und die Algen verbinden sich miteinander, entweder als Haufen oder zwei Zellen miteinander. Kann man im Buch alles nachschlagen, wie die heißt, die kenne ich alle nicht auswendig. Und das Ding ist hier irgendwie ein bestorbener Muschelkrebs oder sowas. Mhm. Da sieht man, glaube ich, noch den Darm. Mhm. Ja. Ist ja schon ein Riese dann. Ha? Ist ja dann schon ein Riese. Ja. Gott sei Dank ist er tot, weil sonst das Ding sich bewegen würde, dann wird das Bild total durcheinander gewirbelt. Ne? Ist kaum rauszukriegen hier, das ist eine Fadenalge. Ja. Wie vielfache Vergrößerung ist das jetzt? Das ist 10x10, also 100-fach. Da kommt er rein, oder? So, und links hier in der Mitte jetzt, das ist eine winzige Kieselalge. Das sind sozusagen. Ich erinnere mich immer an Schiffsverkehr auf dem Rhein. Ja. Also mit sowas hat sich eben dieser andere da gepanzert. Da. Ja. Hat sich da irgendwie draufgeklebt, die Hüllen von den toten Kieselalgen. Wie schafft es eine Alge, dass die sich ein Glas ausbaut, ein schier unzerstörbares? Ja, das sind auch tote Algen hier, oder? Die bewegt sich noch. So, ja. Tja, da bin ich mir unsicher, was das Ding ist. Ob die tot ist oder ob die lebt. Das, was du uns jetzt da zeigst, wie groß darf man sich das jetzt vorstellen? Also, wenn ich vom Streifzug im Wassertropf gesprochen habe, diese Lebewesen, die du da jetzt zeigst, passen die alle da rein? In den Wassertropfen? Hm. Wie groß ist ein Wassertropfen? Ja, letztes Mal hatte ich einen Wassertropfen aus dem Teich vom Jürgen da hin. Kleiner als ein Millimeter, oder? Ja, so. Ja, wenn so Dinger ein hundertstel Millimeter groß sind, dann passen da schon Zehntausende rein. Mhm. Das heißt, die wir hier sehen, können theoretisch in jedem Wassertropfen drin sein, der jetzt nicht
mit UV-Licht oder ähnlichem sterilisiert wurde? Nee, das dachte ich auch immer. Mhm. Der Punkt ist der, die müssen ja Nahrung haben. Ja, ja, klar. Also in dem Wasser, wo nichts, wo keine Nahrung drin ist, sind auch keine Lebewesen zu finden. Das heißt, das muss immer verunreinigt sein, auf Deutsch. Also da muss organische Materie drin sein, die abgebaut wird, die nicht mehr lebt. Und da sammeln sich dann die verschiedensten an. Und das ist hier, also das muss eine Bakterie sein. Wobei man nicht genau weiß, ob das auch winzige Algen sind oder ob das eine Bakterie ist. Das stimmt keine Ahnung. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt das Wasser aus einem normalen Bach trinke, trinke ich das alles, ja. Dann trinkst du das alles, genau. Und wenn man Bier trinkt, trinkt man auch die ganzen Hefe. Ja. Zählen mit. Die Hefe-Mikroorganismen. Das hier zum Beispiel ist eine spezielle Alge. Ob die lebt, weiß ich nicht genau. Nennt sich Phacus. Die hat hier so ein rotes Auge. Das ist aber kein Auge, aber das dient dazu, sich nach dem Licht zu orientieren. Um Gottes Willen, da war eben ein Krebs. Und das obere, das war dieser Dinoflagellat. Jetzt muss man den bloß... Man braucht drei Hände. Da ist auch kein Deckglas dabei. Vielleicht sieht man es hier so ein bisschen. Kann man ahnen, nicht? Aber hier ist der Krebs, der lebt. Aber ich kenne mich bei dem nicht aus. Ich sehe nur den Darm. Ich glaube, das sind die zwei Augen hier. Und auf dem sitzen Algen drauf hier. Francais hatte eben 1907 dieses Buch Streifzüge im Wassertropfen geschrieben, nachdem er viele Jahre in die eben ins Wasser reingeschaut hat, eigentlich ja schon mit 18 Jahren seine erste Forschungsreise da gemacht hatte. Und das war ja alles zu Zeiten, wo viele Sachen noch schwierig waren. Und er hat wirklich begonnen gehabt, reinzuschauen, indem er es gemacht hat, wie der das als erster überhaupt so Mikroorganismen gesehen hat, so ein gewisser Löwenhuck. Der hat sich auch damals das Mikroskop selber gegossen, der Francais mit 14 oder 16. Hat er Gläser genommen und die abgeschnitten und sich dann selber Mikroskop gegossen. Also er hat von frühester Jugend an eigentlich da reingeschaut und dann eben da große Kenntnisse erreicht. Und das ist ja auch die Schwierigkeit, hier am Mikroskop auch Dinge zu erkennen. Und hat dann in Dinkelsbühl so einen Spaziergang gemacht mit seinem Sohn, mit seinem Kleinen, und ihm erklärt eben die Lebewesen, die wir zum Teil da gesehen haben, dass die halt dafür sorgen, dass das Wasser sauber ist. Weil wenn wir immer von der Selbstreinigungskraft des Wassers sprechen, dann ist es nicht, weil da jetzt Sauerstoff reinkommt, das hilft vielleicht auch, sondern weil einfach diese Lebewesen die Sachen auch aufnehmen, ausfressen. Und der Sohn hat eben gefragt, ja, wer reinigt denn dann den Boden? Und dann hat er zu ihm gesagt, da müssen wir mal reinschauen. Hat der Francais dann zu seinem Sohn gesagt und hat dann Jahre damit verbracht, in den Boden reinzuschauen, also was ist in so einem Ackerboden oder in einem anderen letztendlich drin, und fand dann, dass es sehr oft die gleichen Lebewesen sind, und hat dann, er war der Erste, der in den Boden so reingeschaut hat und auch geschaut hat, gibt es da eine Ordnung, ein Zusammenspiel, und das hat er eben dann auch gefunden und 1911 bzw. 1913 das, was im Boden ist, als Edaphon, das ist ein griechisches Wort, das heißt alles im Boden Lebende, beschrieben und das entsprechende Buch 1913 herausgebracht. Das war die Begründung der Bodenökologie. Hier habe ich nochmal einen riesen Wollwox. Das ist aus keiner Kultur, sondern aus diesem kleinen Gartenteich. Man sieht, dass die äußere Kugel also sehr groß ist. Und innen drin die Tochterkugeln schon
sehr groß gewachsen sind. Das Grüne sind schon die Töchter. Ja. Und das fast Durchsichtige ist ja, der Wolfuchse, also das Ganze. Ja, die Mutterkugel. Und die wird sich dann irgendwann auflösen. Und dieses Buch, das ihr da vorne, das ist tatsächlich eher, sage ich mal, wissenschaftlich geschrieben für eher Spezialisten, wobei er auch Anregungen zur Düngung gibt. Und schreibt dann 1922 das Leben im Boden. Und das war eine seiner Stärken aus meiner Sicht, dass er eben immer versucht hat, die wissenschaftlichen Dinge auch zu beschreiben für eine große Zahl von Menschen. In einfachen Worten, und ich habe schon gesagt, dieses Buch ist 500.000 Mal damals verkauft worden. Und es ist uns glücklicherweise gelungen, den Verleger des OLV-Verlages, den Kurt Walter Lau, dazu zu bewegen, dass er das letztes Jahr wieder herausgegeben hat, beziehungsweise beide Bücher. Und aus diesem Buch, Das Leben im Boden, möchte ich gleich etwas vorlesen, möchte aber vorher noch was anderes sagen. Und zwar habe ich gerade jetzt während der letzten Tage einen Ausschnitt aus der Süddeutschen Zeitung gekriegt, vom 13. September 2013. Der Winfried hat gerade erst gesagt, dass die da irgendwo mit im Wasser miteinander kommunizieren, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass da so eine Art Internet im Wasser ist. Und das passt zu dem, was jetzt dieser Artikel da aus der Süddeutschen Zeitung sagt. Und zwar ist die Überschrift: Unterirdisch wird viel geplaudert. Jetzt geht es nicht ums Wasser, sondern um den Boden. Dass Pflanzen über die Luft kommunizieren, weiß man seit langem. Doch jetzt entdecken Forscher, dass sie auch über Wurzelpilze ihre Verteidigung organisieren und Verwandte unterstützen. Experten entdecken das Wood Wide Web. Dutzende hungrige Erbsenläuse greifen eine Ackerbohne an. Doch die Pflanze weiß sich zu wehren. Sie sendet ein Duftbouquet von Alarmsignalen aus. Dieses lockt Wespen an, die Läuse fressen. Außerdem schreckt der Geruch weitere Pflanzenfresser ab, die sich anpirschen könnten. Zugleich warnt das Gewächs, kleiner Nachbarschaftsdienst, andere Ackerbohnen in der Nähe vor dem Angreifer. Die Nutzpflanze ist also gut gewappnet. Und die Forschungsgruppe, die das gemacht hat, die hat dann auch alles Mögliche versucht auszuschalten. Zum Beispiel haben sie die Pflanzen in Plastik eingepackt, dass die jetzt nicht irgendwelche Duftsignale aussenden können, dass die Wespen kommen. Und sie stellten dann fest, dass die Ackerbohnen über Pilzfäden mit der angegriffenen Pflanze verbunden waren. Und innerhalb von 24 Stunden selbst begannen ihre Abwehrmechanismen zu aktivieren. Offenbar hatten die Pilze die Nachricht von der Drohnengefahr weitergeleitet. Es war die erste Studie, die belegte, dass Signale nach einem Überfall von Fressfeinden über das Pilzinternet übermittelt wurden. Und zuvor hatte schon ein chinesischer Biologe entdeckt, dass Tomaten über das Mykorrhiza, also das sind diese ja auch Pilzwurzelnetzwerk, einander vor Mehltaupilzen warnen. Klar ist auch, dass die Pilze, ehe sie ein Wurzelsystem kolonisieren, ihre Wirtspflanze erst signalisieren müssen, dass sie keine Parasiten sind. Unterirdisch wird also viel geplaudert. Informationsaustausch ist aber nur die jüngste Entdeckung. Tatsächlich übernahmen die Wurzelpilze noch weitere Aufgaben im Ökosystem. So dienen sie der Pflanze als geschickter Nahrungsbeschaffer, fördern ihre weitere Familie und verteidigen sie im Notfall. So wissen Biologen seit langem, dass die symbiotischen Lebensgemeinschaften zwischen Pflanzen und Bodenpilzen essentieller Bestandteil der Ökosysteme sind. Die Pilze liefern den Pflanzen dank ihrer extrem langen Fäden aus dem umliegenden Boden Wasser und Mineralstoffe, die diese selbst mit feinen Wurzelhaaren so effizient nicht einsammeln könnten. Im Tausch liefern die Pflanzen an den Pilz Photosyntheseprodukte und so weiter und so fort. Was hier steht, jetzt zum Beispiel mit diesen, dass die für die Ernährung mitsorgen, das hat der Rolf Francais alles schon vor 90 Jahren geschrieben. Das heißt, das meiste, was hier drin steht, ist nichts Neues. Bloß die Bücher gibt es nicht mehr. Und er hat zum Beispiel eines seiner Hauptwerke ist das Leben der Pflanze. Die ersten vier Bände hat er selbst geschrieben, das sind insgesamt 4300 Seiten. Da beschreibt er einfach ganz viele Dinge,
was die Pflanzen können, und er vergleicht sie mit den Tieren. Und das Ergebnis ist, es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt immer irgendwelche Pflanzen, die das Gleiche können wie ihr Tier. Und die Grenze ist einfach willkürlich. Und bei diesen Lebewesen, die wir da haben, wie du den Wollbox da beschrieben hast, die sind ja auch so in gewisser Weise auch manchmal oft so in gewisser Weise am Übergang. Und dass die miteinander kommunizieren, das war damals schon ihm eigentlich klar. Und er hat damals gesagt, solange es wir nicht ausschließen können, wissenschaftlich kann man der Pflanze eine Seele zugestehen, und hat auch ein Buch geschrieben, die Seele der Pflanze. Und hat es dann aber rein wissenschaftlich begründet, was er alles für Sinne hat, was er alles kann. Und das hat dann auch verglichen. Und es gibt ein Buch von, weiß nicht, vielleicht kennt es jemand, das war zu seiner Zeit sehr berühmt, Das geheime Leben der Pflanzen von Tompkins und Bird, das ist in den 70er Jahren erschienen. Das sind zwei Amerikaner gewesen, die haben auch eins geschrieben, das Geheimnis fruchtbarer Erde heißt es, glaube ich. Gell? Nicht fruchtbare Böden, Böden war hennig, aber fruchtbare Erde. Und da haben sie Beispiele geschrieben, was Leute tun, damit sie fruchtbare, hohe, gute Ernten biologisch erzielen. Also die waren da sehr aktiv und schreiben hier, dass der Rolf Moncey das 50 Jahre vorher auch schon geschrieben haben könnte, dieses Buch, was sie geschrieben haben. Und das aber vermutlich nicht getan hat, weil für diese Aussagen, die er damals gemacht hat, ist er gesteinigt worden von der Wissenschaft. Also das war für die Wissenschaft einfach undenkbar. Also ich sage es mal so, fast jede Pflanze hat eine Pilzwurzel. Und die Bäume könnten niemals überleben ohne ihre Pilzwurzel. Und es vor ein paar Jahren stand mal drin, in der Zeitung, das größte Lebewesen auf unserer Erde ist ein Pilz, der eine Ausdehnung von 42 Kilometern hat. Ob stimmt, weiß ich nicht, weil ich gelesen habe, mit Wald hat der Paul Francais auch vieles gemacht, aber das stand jetzt noch nicht beim Francais, dass der älteste Baum, und zwar in Utah ist, und der ist 80.000 Jahre alt und hat eine Ausdehnung von 45 Kilometern, Quadratkilometern. Das heißt, das Wurzelwerk ist das gleiche. Der einzelne Baum, der draußen ist, den man so sieht, der ist nicht so alt. Aber dieses Wurzelwerk ist eben 80.000 Jahre alt mit 45 Quadratkilometer Ausdehnung. Wie auch immer, die Pilzwurzel versorgt einfach die Pflanze. Und die Pflanze gibt wieder was zurück, sonst könnten die einfach nicht leben. Gut, bleiben wir gerade mal bei den Pilzen. Ich lese jetzt mal was vor aus dem Buch Das Leben im Boden. Und die Überschrift heißt Die fantastische Welt der Pilze. Jeden Herbst sendet der Wald eine neue dichte Blattlage wieder auf die Laubdecke an seinem Boden. In jedem Winter wächst die Schicht der vermodernden Pflanzen aus dem Untergrund der Wiesen, aus dem in jedem Lenz das frische Grün des neuen Rasens und die Buntheit des Blumenteppichs bricht. Man mache sich die geringe Mühe, in dieser Laub- und Moderdecke zu graben, und man gerät in Welten, von deren Dasein man keine Ahnung hatte. An den gebräunten und schwarzen, also zu seiner Zeit auch schon, oder da hat niemand reinschaut. An den gebräunten und schwarz gewordenen Blättern sitzen auch hier die Spaltpilze, die chemisch nagen. Darunter sind welche von so stürmischem Atmungsstoffwechsel, dass sie leises Glimmlicht aussenden. Ein gewisser Molisch hat als erster darauf hingewiesen, welche allgemeine Verbreitung die Leuchtbakterien im Bodenmulm, namentlich der Buchenwälder, besitzen. Jede Nacht ist da eine Hand tief unter den Füßen der Wanderer eine zwecklose, heimliche Illumination, an der sich mancher Pilzfaden mit stärkerem Phosphorglanz beteiligt. Vielleicht ist das auch dieses Wood Wide Web. Auffälliger als das sind aber die schneeweißen Spinnweben, mit denen Schimmelpilze vor allem der Köpfchen und der Pinselschimmel Blatt um Blatt verbinden, und noch tiefer sitzen die dicken, wolligen, schokoladebraunen Rasen des Humuspilzes. So könnte man wohl zu Deutsch einen bestimmten Pilz nennen, der mit tausend Fäden an Tannennadeln, Zweigen und Blättern wächst und sie zerlöst. Was noch an der Oberfläche liegt oder dürr und abgestorben noch an den Bäumen sitzt, das wird zur Beute der kleinen Pilze, für deren Besonderheit und abenteuerliche Schönheit man wahrlich nicht Worte genug finden kann.
Solches muss man sehen und zeichnen, beschreiben kann man es gar nicht. Also da gibt es ganz viele Formen von Pilzen, deren Dasein sich immer nur in zwei Akten abspielt. Die erste Langbeerrinde hat nur einen Vertreter und eine einzige Geste. Ein glasklarer, zarter Pilzfaden wächst still, aber beharrlich an den faulenden Blättern und Ästchen dahin, wie er es auf einer Abbildung gezeichnet hat. Was da eben so aus diesem Pilzgeflecht da rausragt, beziehungsweise wie die ausschauen, und die muss man sich vorstellen, dass sie halt in allen möglichen Farben schimmern. Also da ist ein ganz buntes Leben letztendlich da drin. Also der Pilzfaden, der wächst da still, aber beharrlich, das hat man gesagt. Wie ein Gespenst in den leeren Sälen eines Schlosses schleicht er von Kammer zu Kammer. Überall saugt er ein wenig, zerlöst er etwas und nährt dadurch das ganze Fadengespinst, was der Botaniker ein Myzel nennt. An den Myzelien erscheinen da und dort kleine eiförmige und kugelige Auswüchse. Sie fallen ab und bilden neue Fäden. So vermehren sich diese einfachen Verwesungspilze ins Unbeschreibliche. In dieser Form heißen sie Schimmel und die gibt es in allen Farben. Wären diese Schimmel baumhoch, dann wäre ein Spaziergang im Schimmelpilzwald ein Märchenerlebnis und dergleichen. Da nicken merkwürdige Palmen, deren Stamm einen Schopf von Perlenschnüren entsendet. Ein dickichtes Hygiet des Schimmels sieht aus wie ein vollendetes Meisterwerk der Kunstschlosserei. Und da gibt es eben ganz viele unterschiedliche. Wer sich nicht künstlicher Hilfsmittel bedient, erblickt von dieser Welt freilich nur rußige oder graue und weiße Überzüge und Anflüge, so wie man es halt auch bei dem Schimmel hat, bei irgendwelchen Lebensmitteln teilweise. Und da und dort ein kleines helles oder schwarzes Kügelchen, das sich unter dem Mikroskop dann so entzückend auflöst zum Fruchtkörper eines Pilzes, wie es vorstehend abgebildet ist. Das Ergebnis so vieler zusammenwirkender großer und kleiner Lebewesen ist, und da haben wir ja bei dem im Wasser gehabt und die sind im Boden zum größten Teil auch, oder eben dieser Schimmel ist, dass die Leichen verschwinden. Sie verwandeln sich in Gase, die sich in Luftmeer auflösen, in Wasser, das in den großen Kreislauf alles Wasser rinnt, in Aschenbestandteile, die ruhig im Boden schlummern, gleich wie die schwarze Kohle, die vor den Pflanzen übrig bleibt, und in eine dunkle braune Masse, eben in Humus, der sich in jedem Boden findet. Fragt man den Chemiker, was dieser Humus sei, so sagt er, er habe darin Zellulose gefunden, viel Stickstoffverbindungen, eine Reihe organischer Säuren, wie Buttersäure, Baldriansäure, Propionsäure, Leucin, dazu bestimmte, nur hier vorhandene braune und schwarze Stoffe. Die braunen nennt er Ulminstoffe und so weiter und so fort. Also der Chemiker sieht das alles sehr nüchtern und macht aus dem, was da eine Wunderwelt ist, irgendwas sehr Sachliches, sagen wir mal so. Ich möchte euch noch ein kurzes Zitat aus diesem Leben im Boden noch vorlesen. Und da stand ja schon was, dass die Pilze und all die, die da letztendlich wirken, aus dem Toten wieder was Sauberes, Lebendiges letztendlich machen. Und darum ging es dem Francais in großer Weise. Er hat einfach gesehen, wie die schon damals vor 90 Jahren die Böden einfach degenerieren und hat beschrieben, und seine Frau später in dem Buch Die letzte Chance für eine Zukunft ohne Not, dass alle Hochkulturen ausgestorben sind am Humusverlust. Und die Römer haben die Kriege nicht geführt, weil sie so kriegerisch waren, sondern weil sie einfach das Getreide nicht mehr herangeschafft haben. Sizilien war die Kornkammer Italiens, das haben sie verwüstet. Dann sind sie nach Libyen und in andere Regionen gegangen und haben da versucht, halt das Getreide heranzuschaffen für ihre wachsende Bevölkerung. Und so mussten sie eigentlich diese Kriege führen, und bei vielen anderen Kulturen war es auch so. Und die ganzen Völkerwanderungen waren letztendlich einfach wegen Nahrung und weil die Bevölkerung teilweise gewachsen ist. Also sagt der Francais, die Erhaltung und Vermehrung der Humusmenge im Boden ist eine der wichtigsten Aufgaben der Bodenkultur.
jetzt heißt es ja immer Klimawandel und Klimaerwärmung und jetzt sind sie gerade dabei, dass sie sagen, ja, der Meeresspiegel ist gestiegen, wir müssen die ganzen Deiche, die ganzen Dämme erhöhen, es wird hunderte von Millionen oder Milliarden letztendlich kosten. Und der Professor Ragam aus Graz sagt, wenn wir 4%, wenn wir die Humusmenge um 4% steigern können, haben wir alles CO2 gebunden, was da so unterwegs ist und möglicherweise für einen Klimawandel sorgt. Leider schaut es eher andersrum aus, dass es, dass wir eher die Humusmenge reduzieren und damit CO2 freisetzen. Und da gibt es zum Beispiel auf Borneo eine Region, wo sie Palmöl gewinnen wollen, also Palmölplantagen anbauen wollen statt Urwald, Urwald abholzen. Das ist eine 16 Meter dicke Torfschicht da. Und wenn sie das tun, dann wird da allein so viel CO2 freigesetzt, wie Deutschland in einem Jahr verbraucht. Und Palmöl ist in jedem 10. Produkt in unseren Supermärkten drin. Vom Waschmittel angefangen oder sonst irgendwas. Also, kommen wir aber nochmal zu dem, was der Francais da sagt. Also die Haltung, Humusmenge ist eine der wichtigsten Aufgaben der Bodenkultur. Nachdenklich stimmt diese uralte und neu begründete Einsicht, wenn man sie nur erst einmal in ihrer ganzen Tiefe erfasst hat. So sonderbar ist also der Zusammenhang der Dinge geordnet, dass die Toten mit segnender Hand die Nahrung für das Leben, für die Lebenden festhalten, da drunten im Dunkel ihres Grabes. Denn was ist Humus denn anderes als die Toten? Alle Toten, die Wälder, die da rauschten und sangen unseren Voreltern, die Blumen, die für sie blühten, die heiteren Vögel, die ihnen sangen, die Kornfelder, die ihren Sommer mit würzigem Brotgeruch erfüllten, und sie selber auch, die von uns gingen und liebten und ernst und fröhlich waren in ihren guten und dunklen Tagen. Ein oder wenige Jahrhunderte gehen über die Welt und sie sind alle dunkler, feiner Humus, voll Erdgeruch und neuem Leben. Ich nehme jetzt mal gedanklich eine Hand Erde hoch. Die Handvoll, die ich da aufnehme, war eine Welt und ist wieder eine, die mir und uns allen das tägliche Brot mit allen Freuden und Reichtümern, die daran hängen, zubereitet und erhält. Ist das nicht eine der sinnigsten, ehrwürdigsten Vorstellungen? Hat da nicht der Tod jeden Schrecken verloren? Und muss es nicht dem, der mit solchem Wissen auf einen so gewohnten Gegenstand wie die Heimatscholle blickt, ein lieber und vertrauter Klang sein, wenn er zu ihr sagt: Mutter Erde, meine Mutter Erde, aus der wir kamen und der wir werden. Ich möchte jetzt einen kleinen, ganz kurz abschweifen zum Hervik Pommeresche. Den würde ich als einen seiner Nachfolger bezeichnen. Das ist ein Permakulturdesigner aus Norwegen, der ein Buch geschrieben hat, die Humusphäre, Humus, ein Stoff oder ein System. Und eine Artikelserie, die heißt Pflanzen fressen Fleisch oder alle Pflanzen fressen Fleisch. Und da beschreibt er, dass eben alle Pflanzen sich Riesenmoleküle oder teilweise auch andere Lebewesen einfach holen aus den Pflanzen. Die Pflanzen zerfallen teilweise wieder in Bakterien und das wird von den, also tote Pflanzen, und die Pflanzen ernähren sich von anderen, von Tierchen und so weiter. Und eigentlich ist es immer ein Kreislauf, den der Francais auch beschreibt. Das heißt, alles wird fast lebendig gefressen, beziehungsweise zum Beispiel, wenn der Mensch stirbt, bei den Männern sieht man das halt besser wie bei den Frauen, dann wächst noch 3 Tage der Bart ungefähr. Das heißt, der Mensch ist, da ist vielleicht das Herz tot, das Hirn vielleicht tot, aber da lebt noch so manches. Und all die Zellbestandteile, wie zum Beispiel die Mitochondrien, die Kraftwerke in den Zellen, in unseren, aber auch bei den Pflanzen oder irgendwo anders, die können weiterleben. Die sind noch nicht tot und können von anderen Organismen aufgenommen werden und eingebaut werden. Also die geraten in neue Funktionen und dementsprechend ist natürlich vielleicht schon sinnvoll, tatsächlich viel, sage ich mal, nicht verarbeitete Kost zu sich zu nehmen, weil dann esse ich Leben. Nehme ich Leben zu mir, baue es wieder ein, und meine Vorstellung, ich habe da mal einen Artikel geschrieben, der Traum vom ewigen Leben oder was kommt nach dem Tod. Der ist teilweise ein bisschen ironisch, aber nicht nur. Also ich freue mich schon, also so leben wir in anderen Organismen weiter, wenn wir eben gestorben sind und die uns dann halt auffressen und haben am ewigen Leben teil.
weil wir nicht wirklich tot sind, Teile von uns werden von den anderen einfach aufgenommen und eingebaut. Ich freue mich schon darauf, nach meinem Tod in so vielen Lebewesen weiterzuleben. Dann werde ich zum Salatkopf, zum Brokkoli, werden eine Heilpflanze wie der Land oder eine Arnika. Vielleicht kennt jemand das von Theodor Fontane, Herr Ribbeck zur Ribbeck im Havelland. Ein Birnbaum auf seinem Grabe stand, also der Herr Ribbeck hat den Kindern eine Birne gegeben. Der gestorben ist, wurde ein Birnbaum gepflanzt und so haben die Kinder weiterhin was gehabt. Genau, dann bin ich vielleicht ein Birnbaum. Und ganz besonders freue ich mich, wenn Teile dann irgendwann in einem Vogel landen, wo ich dann tatsächlich den Flugwind noch spüre und von oben sehen kann, die Welt. Oder als Teil eines Delfins, der durchs Wasser schießt, gefalle ich mir auch sehr. Bin ich bisher gefangen in meinem Körper, steht mir dann die ganze Welt offen. Also ich empfinde einen inneren Frieden bei dem Gedanken, eben weiterzuleben in so vielen anderen Lebewesen. Und da hat mir dieses Buch eigentlich die Angst vom Tod genommen vor einigen Jahren. Also die Annie-Francée Harrat hat ja 40 verschiedene Böden beschrieben, ja, mit ihren Lebewesen. Manche habe ich gefunden, manche aber auch nicht, muss ich sagen. Also das bleibt noch zu untersuchen. Der Punkt ist ja der, dass Sie sagen, die Francais ja sagen, dass wir die Böden gar nicht mehr kennen von früher, wo die mit viel organischem Material durchsetzt waren. Ja. Weil nur dann sind ja die Mikroorganismen da. Ja. Während heute ja also kein organisches Material denn mehr aufs Feld kommt. Also jeder Biobauer, mit dem ich bis jetzt geredet habe, waren schon einige, wenn ich denen gesagt habe, also sie sollen kompostieren, weil der Kompost ist der beste Beschleuniger für Mikroorganismen, da explodiert die Vielfalt, dann sagen sie, sie können das nicht, sie wissen nicht, woher die Materialien kommen sollen. Die haben sie nicht. Ja, weil sämtlicher Kompost, sämtliche organischen Abfälle werden für alles Mögliche verwendet, aber nicht zum Kompostieren und wieder aufs Feld zurücktragen. Also Biogas wird gemacht, Plastik wird draus gemacht, alles Mögliche. Nicht? Aber es wird dem Boden nichts mehr zurückgegeben. Deswegen ist Permakultur so wichtig. Ja. Ja? Und ja, es gibt einen, wir haben halt jetzt auch so einen Trend, und der ist ja hier auch in gewisser Weise, dass oder anders angefangen. Wer hat den Humus aufgebaut? In erster Linie nach der Eiszeit war das der Mischwald. Der Wald produziert einen Überschuss an Humus. Und es gibt einen, der Siegfried Lange im Sauerland, das ist ein sehr tüftlicher ehemaliger Lehrer, der hat sehr viele interessante Versuche gemacht und der hat Mitte der 90er auch gesagt, bringt den Wald wieder auf den Acker, weil da kam er ja auch her, der Humus. Und das heißt, er hat gesagt, das Sägemehl gehört auf den Acker. Und hat da auch verschiedenste Versuche gemacht, teilweise auch sogar mit Gülle, also dass er 1:1 das kompostiert hat, also die würde man da auch noch ganz gut loswerden. Und hat da einfach ganz, ganz gute Erfolge gemacht. Aber jetzt wird ja alles, was man aus dem Sägewerk hat, entweder es wird pelletiert oder wird extra pelletiert sogar. Da fällt kein Segen mehr an und auch sonst nichts letztendlich. Und die Wälder werden jetzt auch noch mehr ausgeräumt. Und wer hat es jetzt gestern an? Der Andi hat es, glaube ich, gesagt, dass die für das Biomassekraftwerk im Weißeltal, glaube ich, sogar, dass sie bis von Ulm, hinter Ulm das Holz holen. Das geht noch viel weiter. Ja. Ich habe einen Bericht gehört, im Fernsehen sogar gesehen, im bayerischen dritten Programm. Da haben sie in einem Dorf, ist ein Wald von heute auf morgen verschwunden gewesen. Wie ist das denn gegangen? Mit Kahlschlag. Ja, keiner war es gewesen, keiner hat das gesehen. Aber ein ganzer Wald war weg. Von heute auf morgen. Da wollen die natürlich die Holzpellets brauchen. Ne? Aber das mit dem bringt den Wald auf den Acker zurück, ist falsch. Warum? Bringt den Acker in den Wald.
So rum funktioniert es nur. Ja, der in Afrika, wie heißt denn, der in Senegal, diese Wälder aufgebaut, war jetzt erst wieder ein Bericht, der vor der UNO, gesprochen hat. Der baut in der Halbwüste baut der Wälder auf. Und die Grundlage davon ist Kompost. Ja? Und er hat, glaube ich, die Größe, also in seinem Umfeld, die Größe von 40 Fußballfeldern ist plötzlich Waldstamm, wo rundherum nur Wüste ist. Ne? Ich habe den Artikel zu Hause, ich werde ihn nochmal scannen, weil das ist ganz wichtig, das ist eine ganz wichtige Information. Also warum ist das falsch? Bringt den Wald auf den Acker zurück? Weil der Wald besteht nicht aus ein paar Bäumen, sondern das ist ein zusammenhängendes Ökosystem von solcher Vielfalt. Ja. Und das muss eine gewisse Masse haben, um überhaupt sich selbst reproduzieren zu können. Ja. Und dann nützt es nichts, diese Wirtschaftsart, die mit dem Wald zusammenarbeitet. Agroforestry. Ja, genau. Klar erzielt die Erfolge, aber die wird auch keinen Humusaufbau schaffen. Das wird immer minimal bleiben. Also richtig wäre, einen zusammenhängenden Wald zu haben und dort sowieso Bäume zu haben, die Früchte tragen, damit sozusagen die Korn nicht so viel Korn produziert wird, weil das ist ja so eine Art von Bodenauslaugen und Monokultur, so dass die Bäume, wenn die Fruchten selbst, also beides liefern, Humus und Frucht. Das geht beim Weizen ja überhaupt nicht, also bei den modernen Kulturfrüchten geht das gar nicht. Sondern da, die Weizenähren, die sind ja inzwischen, die muss man sich ja bücken, wenn man die abpflücken will. Ja. Ja. Die sind ja knöchelhoch, mehr nicht. Nee, klar, die sind runtergespritzt. Auch noch, ja, klein gezüchtet und runtergespritzt. Mhm. Wenn das weggenommen wird, dann wird dem Boden was weggenommen und nie wieder was zurückgebracht. Die Wurzeln sind klein und können nichts produzieren im Boden. Beim Mais ja auch nicht so gerade toll. Also das muss... Da war doch das Experiment, was am Wegmannhof wo der Wegmannhof mit der Teil war. Mit dem Getreide. Getreide. Das haben wir ja da gemacht, genau. Und da haben wir halt drei unterschiedliche Parzellen gemacht mit gepflanzten Waldstaude, dieser Urrocken, 5 bis 7000 Jahre alt, und da haben wir verschiedene Varianten gemacht. Das eine war mit Kompost vermischt mit Holzkohle, das andere war eben Sägemehl, und die Pflanzen sind vorgezogen worden, dass sie 5 Blätter gehabt haben, und in dem Stadium dann alle 50 cm gepflanzt. Und alle 50 cm? Genau. Eine Pflanze? Genau. Und das wurde also im Juni ausgesät, also vorgezogen, sage ich mal, dann eben Ende Juni oder Anfang Juli wurde es dann ausgepflanzt. Und im Juli nächsten Jahres ging es dann halt ins Korn ungefähr, oder war es erntereif. Am Wegmannhof hat es dann zum Schluss nicht funktioniert, weil der Hagel alles zusammengeschlagen hat, aber das ist jetzt höhere Gewalt. Aber wir haben es an 4 anderen Orten auch gemacht, in Österreich und in Deutschland. Und die stärkste Pflanze, die hatte 256 Ähren, aus einem Korn, mit ca. 20.000 Körnern. Und die Erträge, also wären auf jeden Fall deutlich höher, wie das, was die moderne Landwirtschaft da produziert. Und gerade bei diesen alten Getreide könnte man es auch so machen, dass man das gar nicht erst ins Korn gehen lässt, zum Beispiel vorher abschneidet, abweidet oder sonst was, dass es erst im zweiten, dritten Jahr ins Korn geht, und dann bestockt es noch mehr, also gibt es noch mehr Ähren, also das wäre auch eine interessante Geschichte. Und gleichzeitig hätte man halt den Boden auch aufgebaut. Ja. Mit dem, was da reingekommen ist. Aber man muss es irgendwo her haben. Das ist einfach schon eine Sache. Also man muss dieses Material, ob das der Kompost ist oder die Holzkohle oder
Man muss, wenn man es jetzt als Gärtner macht, also ich habe ja den Schulgarten in Volkertshofen, ja, und um den kümmere ich mich jetzt seit 16 Jahren. Und ich ernte das, was der Kompost braucht. Also es ist ja unwahrscheinlich viel da, was man sonst, ja, das kommt in die Biotonne. Oder ich entsorge es auf dem, ich bin über, werde halb verrückt, wenn ich die Leute sehe, was die an diesem, in armen Dingen auf den Platz hinbringen. Leute aus dem Garten, ne? Ja, ich kann doch einen Kompost, ja, das stinkt. Ja, wenn ich es richtig mache, stinkt es nicht. Wenn ich es richtig mache, dann ernte ich nach 3 Jahren die herrlichste Erde. Ne? Und ich meine, der Herwig Bommeresche da, das ist ja jetzt noch eine Steigerung. Ich bin am Probieren. Übrigens, ich habe ja lange das Buch von Chopin gesucht. Ich habe es jetzt einfach zugemeldet bekommen. Und zwar von den Leuten, die Biomeiler aufbauen. Ja, aber nicht das Buch. Ja, gegen 15 Euro oder irgendwas. Nein, ich habe von Native Power oder wo? Ich melde das. Ja, weil ich habe es ja auch gehabt und es muss auch irgendwo rumfahren, aber... Nein, ich habe schon das Datei bekommen. Ist auch im Francais-Forum zu finden. Gibt es auch digitalisiert. Ja, der Champagne, das ist ja auch so ein Biomeiler, das ist ja auch. Ja, nein, der hat auf blankem Fels hat der herrlichste Ernten von Gartengemüse gemacht. In Südfrankreich ohne zu gießen. Mhm. Ja. Ah, oh ja, wer es glaubt. Wieso? Ja, na. Wir haben hier in Kempten in El Madrid, der Hummelhof, mhm, der wird auch nicht gegossen. Der hat während der ganzen Trockenzeit jetzt nicht gegossen. Und wenn du hingehst, und das ist der Kompost. Hatte fantastisches Gemüse, was er jetzt am Markt verkauft. Und wir sind hier, das Allgäu ist schon ein besonderer Fleck. Auf jeden Fall. Ja. Und er hat auch keine Schnecken, also er hat schon Schnecken, aber die tun nichts da. Der Jürgen, der Wegmannhof, der hat ja, wie der die erste Führung macht, dann hat er gesagt, okay, da ist ein Salatkopf, da ist das und da ist das. Und dann hat er gefragt, habt ihr Schneckenprobleme? Ja, alle haben Schneckenprobleme. Sagt er, okay, schaut doch mal die Salatköpfe hier an, seht ihr irgendwo eine Schnecke? Nichts. Und zwar hat er das in einfach nicht das Beet angelegt, sondern er hat die Samen ausgestreut und das, was kommen will, kommt. Und das fressen die Schnecken nicht. Weil die Schnecken sind etwas, was nicht an den Platz gehört. Das fressen die. Aber was sich am Platz selber angesiedelt hat. Und hier kommt, das fressen die nicht. Wobei der Bernhard Hummel was sehr Interessantes gesagt hat, den du erst genannt hast, das halte ich für ganz wesentlich. Der sagt, die Schnecken sind Abbauer. Ja. Und wenn das Bodenleben, das eh davon, wenn das Hunger hat, ja, dann sind die Schnecken gerufen abzubauen. Das heißt, die müssen dann Pflanzen eigentlich kaputt machen, ja, weil es ja kleiner werden muss, damit das Bodenleben wieder Nahrung hat. Ja. Also im Prinzip sind Schnecken ein Schrei vom Bodenleben, ja, dass es Futter will. Und die Schnecken tun das halt. Ist für uns nicht so toll, aber also wenn wir anbauen. Und dann hat er noch was gesagt, der Schneckenschleim, wenn man den anschaut, die Schnecken sind Lichtbringer, das reflektiert, beziehungsweise da scheint die Sonne drauf, das bringt Licht rein, finde ich auch ganz interessant. Ich würde euch gerne noch, wenn es okay ist, ein Kapitel vorlesen aus dem Buch Ewiger Wald vom Francais. Das haben wir dieses Jahr wieder herausgebracht, das war eine sehr schöne Aktion. Und zwar haben da so 8 oder 10 Leute jeweils ein Kapitel abgeschrieben, weil es in der alten Schrift in der Fraktur war. Und ich habe es zusammengetragen und dann dem Verleger gegeben vom UEV-Verlag, dem Kurt Walter Lau, und der hat es dann, hat eine Weile gedauert, hat es dann dieses Jahr im März rausgegeben. Und der Francais ist, der hat sehr viel gearbeitet, unglaubliche Sachen, was der alles gemacht hat, wovon ich jetzt nur einen Teil gesagt habe, aber er hat sich seine Zeit so eingeteilt,
dass er jeden Mittwoch über 20 Jahre freigenommen hat und entweder in die Berge gegangen ist oder in den Wald. Und damals noch ohne Auto oder all diese Geschichten. Und er hat dadurch auch und am Sonntag halt unter Umständen 500 Alpengipfel bestiegen, hat auch ein 1000-seitiges Buch Die Alpen geschrieben und über den Wald viele. Das Kapitel heißt jetzt Unter Buchen zu lesen. Wenn das frische Grün sonnengoldig durchglänzt im Winde spielt, die Tage reif und klar werden wie süße Früchte am Baum der Welt und die Wolkenschiffe mit vollen weißen Segen feierlich über die Wälder ziehen, dann ist die Seele vorbereitet, folgende Wunder in sich aufzunehmen. Ein Baum ist ebenso friedlich wie ein Bauer, weil er in sich selbst bestehen kann. Von außen braucht er nur Erde, Wasser, Luft und Licht. Wo die sind, dort kommen Bäume hin. Das Wasser ist ihnen zunächst nur Transport und Lösungsmittel. Aus den Mineralien und dem Stickstoff der Erde baut der Baum alles auf, was er ist, bis auf den Kohlenstoff. Den entnimmt er der Luft und die Energie, die ihm dazu verhilft, steckt im Licht. Kein Menschenwitz kann das nachmachen. Tropfen als Motor, Licht als Triebkraft benutzen, um dadurch Kohlensäure und Wasser zu einem Zucker zusammenzusetzen, der sich in Mehl verwandelt, in einem Mehl, aus dem Holz wird. Und daraus durch ein wenig Stickstoff, Fett und Öl machen und Eiweiß und Farben, Duftstoffe, Arzneimittel, Harze, Gummigifte. Das Wunder, welche die Ungläubigen bekehrt haben, das Auferwecken von Toten, das Gehen von Lahmen, Sehen von Blinden, sind das nicht kleine Taschenspielereien gegen den Mann, der das könnte? Ein leeres Schächtelchen der Luft aussetzen und dem Licht und dann aus ihm jeden Abend Zucker und Mehl nehmen, in beliebiger Menge. Tag aus, Tag ein. Wenn er Millionen von Schächtelchen aufstellt, so viel Zucker, so viel Mehl und Fett und Eiweiß, dass alle Tiere, alle Völker der Erde davon satt werden, dieses Zauberschächtelchen gibt es. Es heißt Blatt. Man erzählt mir von den Helden der Geschichte, den neuesten Erfindungen und Moden, der raffinierten Schönheit der neuen Amerikanerin, den wundervollen Flügen der Transozeanik-Gesellschaft, von einem fabelhaften Auto mit 150 Pferdestärken. Ich aber blicke lächelnd auf ein Blatt, das in der Sonne leuchtet und weiß warum. Ich aber würde ernst werden, wenn einer käme und schlicht sagte, ich kann nun aus Wasser und Kohlensäure die Molekularverbindung C6H10O5 machen. Denn dann wäre der Wendepunkt der Weltgeschichte da. Haben diese autofahrenden, fliegenden, von Tänzen und Moden und Geld verdienen, wichtig redenden Menschen denn auch nur eine Ahnung, was dann erfolgen würde? Die Erde würde sich wandeln. Dieses erntereife Land da vor mir, ein Schachbrett mühsamen Bauernfleißes, würde zurücksinken in seine Urzeit vor dem Menschen und neu aufblühen, vor einer Menschheit, die endlich zu ihrem wahren Beruf gefunden hat. Sich vorzubereiten auf das höhere Leben, statt ärmlich dem gedeckten Tisch zuliebe, ihre Kräfte und Daseinszeit aufzuopfern. Denn wer würde noch die Plage und den harten, unreinen Dienst auf sich nehmen wollen, Pflanzen zu betreuen, Felder zu bebauen? Noch immer beschäftigen sich mehr als die Hälfte der Deutschen, na, das ist schon lange her, fast zwei Drittel aller lebenden Menschen damit, demütige, gehorsame Diener der Pflanze sind sie. Graben für sie den Boden auf, pflügen ihn, scheuen nicht all das Unsaubere, das den Begriff Dünger umwittert. Schleppen Sklaven gleich Wasser in die Gärten, säen und jäten, knien auf der harten, bloßen Erde, betreuen ihre Pfleglinge und heilen sie von Krankheiten. In einer tragikomischen Fantastik haben sie sich Götter und Dämonen ersonnen und glauben, durch bestimmte Worte diese zu veranlassen, die Witterung so zu ändern, dass es den Pflanzen nützt. Rührend und doch wieder erschrecklich, wie ein nachlebendes Gespenst aus Steinzeiten ist es, heute noch immer Bauern zu sehen und Bittprozessionen und Priester in goldglitzernden Gewändern, die Felder weihen und die Erntedankfeste abhalten. Und dann zu wissen, mit dieser kleinen unscheinbaren Formel, 6 Atome Kohle, 10 Atome Wasserstoff und 5 von Sauerstoff richtig gemischt, wäre das alles aus. Und alle Menschen könnten und müssten eine neue Lebensweise beginnen. Die Urzeit der Menschen wäre zu Ende. Es ist doch unsere Tragik, dass das Denken vorauseilte und das wirkliche Leben und Handeln in der Urzeit stecken blieb. Daraus entspringen alle Konflikte, in denen Menschen zerrieben werden. Die grünen Buchenblätter über mir säuseln im Abendwind und singen spöttisch. Wir können es, wir leiden an keiner Tragik. Wer so etwas kann, braucht nicht um sein Leben zu kämpfen, wie irgendein wildes Tier oder bloß ein Mensch.
Lichtkraftmaschinen hat man die kleinen grünen Scheiben genannt, mit denen die Pflanzen Zucker und Mehl und Fett herstellen. Licht brauchen sie, um zu arbeiten. Des Nachts ruhen sie. Im Dunkeln können sie nicht arbeiten, also sucht jede grüne Pflanze Licht und stellt die Maschinen heraus in die Sonne. Wie würden wir vorgehen, wenn wir solche Maschinen hätten? Wir stellten sie in helle Räume mit Glasdächern. Eine neben die andere. Da aber der Sonnenstand wechselt, machen wir die Maschinen beweglich. Sie werden immer dem wandernden Licht nachgeschoben. Genauso macht es die Pflanze. Ihr Fabrikraum heißt Blatt. Die Laboratorien würden aber nebeneinander ungeheure Flächen bedecken, wie unsere Photovoltaik. Der Abtransport der Produkte wäre zeitraubend kostspielig. Wir würden sie also übereinander erbauen. Doch so, dass kein Saal dem anderen den Platz in der Sonne wegnimmt. Ein raffiniertes System müsste man ersinnen in der Blattanordnung, um das zu erreichen. Ich blicke auf das Blätterdach über mir und sehe, dass die Buchen ein raffiniertes System befolgen, damit jedes Blatt ans Licht kommen kann. Das Raffinierteste daran wäre, wenn man die einzelnen Arbeitssäle durch Gänge verbinden würde, in deren Röhren der flüssige Zucker gleich abfließen kann. Freilich müsste es ein Genie von Baumeister sein, der folgende Bauaufgabe lösen könnte. Es seien ihm 100.000 Säle mit Maschinen gegeben. Jeder Saal braucht in seiner ganzen Fläche Licht und einen Verbindungsgang. Alle sollen zusammenarbeiten. Nun erbaue man ein vielstöckiges Gebäude, einen Wolkenkratzer, der diesen Wunsch erfüllt. Da steht eine junge, kräftige Buche. Sie ist dieser Wolkenkratzer. Es ist nur ein kleinerer Baum ihrer Art, der bloß 100.000 Blätter hat. Die prächtige, kugelige Krone, in der sie sich anordnen, ist die Lösung der Aufgabe, wie man 100.000 Säle optimal belichtet. Die 100.000 Blattstiele, die an 10.000 kleinsten Zweigenden sitzen, die 1.000 Zweiglein, die von 100 Ästen ausgehen, die 10 Astgruppen, die sich viel verzweigt in dem einen Stamm zusammenfinden, das ist die meisterliche Art, wie man die Produkte von Millionen von Maschinen ohne Störung einheitlich ableiten und verteilen kann. Nur hat der Baum, der sein eigener Baumeister ist, eine Reihe von Baueigentümlichkeiten, die ihm kein Mensch nachmachen könnte. So zum Beispiel die Tatsache, dass jeder seiner Maschinensäle, also die Blätter, die beste Lichtlage, die durch den allgemeinen Aufbau dann doch nicht vollkommen gewährleistet werden kann, selbsttätig aufsucht. Der Blattstiel ist beweglich und dreht je nach der wechselnden Beleuchtung im Laufe des Tages das Blatt in die für die Arbeit vorteilhafteste Lage. Die Blätter netzen sich ab, so wie sich jede Maschine abnutzt, aber auch die Lichtverhältnisse ändern sich im Laufe des Jahres. Die 100.000 Blätter der vollen Krone sind für das volle Licht der Mai- und Junitage berechnet. Da der Tag 16 und 17 Stunden währt, im August und September hat sich das günstige Verhältnis gründlich geändert. Die Sonne geht um einige Stunden später auf und um einige früher unter. Die Maschinen können nicht mehr voll beschäftigt werden. Auch ist die allgemeine Lichtintensität gesunken und gewisse Blätter müssen jetzt in der Innenseite der Krone mit Halbdunkel Vorlieb nehmen. Da wird dann in dem Maße, in dem sich die Verhältnisse verschlechtern, der Betrieb eingeschränkt. Laubfall nennen das die Menschen. Er beginnt genau genommen an dem Johannistage jedes Jahres, also im Juni, als dem ersten Tag, an dem die Lichtmenge abnimmt. Und er beginnt mit 1 bis 2 Blättern im Tag an jedem vollbelaubten Baum und dauert so lange, bis der Betrieb eingestellt ist. Den letzten ganz großen Anstoß dazu gibt freilich nicht das sinkende Licht, sondern der drohende Wassermangel. Bodenfrost wird dem Betrieb das nötige Wasser rauben, daher wird Ende Oktober der Betrieb der Buchenblätter überhaupt aufgegeben. Was da gesagt ist, sind gröbste und allgemeine Richtlinien. Der Einzelheiten gibt es unendlich viele und alle sind sie von unglaublicher Art. Jede Baumart handelt da immer wieder anders. Die Sträucher haben ihre eigenen Lichtanpassungen, die Blätter der Waldkräuter. Die Waldkräuter haben wieder andere. Die Welt ist in solchen Dingen so unermesslich reich, dass der Menschengeist, der nun seit etwa 100 Jahren zielbewusst nach ihnen forscht, heute erst einen Bruchteil von ihnen kennt. Sicher werden noch Jahrhunderte vergehen, bevor er sagen kann, ich kenne die Natur. Heute ist ihm noch wahrlich kein Recht dazu gegeben. Dazu noch einige Zahlen. Ich glaube, die überspringe ich nur. Die eine Zahl ist interessant. 1922, es gibt 1,65 Milliarden Menschen. Hat sich ein bisschen verändert. Ihr wisst es alle, und wenn nicht von der Natur, so von der Schule her, dass die Blätter an den Zweigen und Stängeln nicht regellos stehen.
nicht reglos stehen. Auf jeder Wiese, da hier am Buchenwaldrand, seht ihr die eine oder andere nach Art des goldgelb blühenden Kreuzlaubkrautes, dessen Blätter so regelmäßig nach Art eines Kreuzes einander gegenüberstehen, dass es auch dem flüchtigsten Blick auffallen muss. Hat man Zeit und Lust, auf solche Kleinigkeiten zu achten, und misst man viele Pflanzen darauf hin, wie sich an ihren Stängeln die gleiche Blattstellung wiederholt, findet man bald ein Gesetz. Bei der einen sind die Blätter um die Hälfte, bei der anderen um ein Drittel oder zwei Fünftel des ganzen Kreisumfanges des Stängels voneinander entfernt. Abgekürzt kann man sagen, sie haben ein Halb, ein Drittel, zwei Fünftel Blattstellung. Das gilt dann durchgängig für den ganzen Baum oder das ganze Kraut. Macht man das viel tausendmal, so kehrt eine besondere Hauptreihe von Blattstellungen immer wieder. Sie kennzeichnet das ganze Reich der Waldpflanzen und lautet: ein Halb, ein Drittel, zwei Drittel, drei Achtel, fünf Dreizehntel, acht Einundzwanzigstel, dreizehn Vierundzwanzigstel. Nun nehme man seine Mathematik zusammen und bringe das auf eine gemeinsame Formel, indem man die Summe dieser Kettenbrüche berechnet. Sie lautet dann, haben wir Mathematiker? 3 minus Wurzel von 5 durch 2. Das aber ist eine Formel, die seit Jahrtausenden den Menschen immer wieder entgegentrat und ihm so lange entgegentreten wird, bis er ihr endlich den gebührenden zentralen Platz in seinem Denken einräumt. Ist sie doch nichts anderes als jene höchste Form der Harmonie, die man in der Geometrie den goldenen Schnitt nennt. Nach ihm schufen die Griechen ihre Götterbilder, nach ihm sind die Pyramiden erbaut. Die großen Baumeister errichteten ihre Meisterwerke nach seinem Gesetz. In den Maschinen kehrt er wieder. Der goldene Schnitt ist ebenso gut die Grundlage der Schönheit des Menschenantlitzes wie des Sternenhimmels. Harmonie ist das Weltgesetz. Und nun schreitet es uns im Dämmern und Schweigen des Waldes entgegen. Sieht uns durchdringend und lächelnd an und der Blick sagt: ich bin das ewig Eine. Ich bin du selbst. Was du ewig werden willst, bin ich. Die Buchen rauschen, die Sonne vergoldet ihre Stämme, der Himmel steht blau und unbewegt, alles atmet Unvergänglichkeit. Langsam dreht sich das große Rad des Seins, der Seele aber ist's, als hätte sie Flügel und flöge hoch und feierlich nach Hause. Genau. Ja, also nach Hause schicke ich euch nicht gleich, aber von meiner Seite aus würde ich jetzt herstellen.